Einen schönen guten Morgen, Robert. Schönen guten Morgen, Will. Wie geht's mit Ihnen? Ja, super. Ja. Wir haben zwar Regen und es ist kalt, aber es wird wieder schön. Ja. Was ist das Wetter heute bei Ihnen? Ja, wir haben Regen. Regen? Ja, ja, Regen. Richtiges Herbstwetter. Ja, aber ja, hier ist es immer warm noch. Wir haben noch immer 13 Grad hier. Oh, ja, wir waren noch letzte Woche in Kroatien auf Urlaub, da hatten wir auch noch 30 Grad. Jetzt haben wir nur mehr 12. Ja, aber der Riesen, dass wir Sie eingeladen haben heute Morgen, ist der neue Song. Weit war der Weg. Ja, das ist mein neuester Song, wieder von Christoph Hartek komponiert und diesmal mit Unterstützung von Johann Scharf. Also das ist eine Co-Produktion und es ist wieder ein schöner Tracker-Song geworden. Ja, erzähl ein bisschen für die Zuhörer über diesen Song. Ja, es geht eigentlich in diesem Song, dass ein LKW-Fahrer ja immer weit, weit weg von zu Hause ist und er freut sich schon immer wieder auf das Nachhausekommen und am Ende sagt er dann, und am Ende bleibe ich dann bei dir. Also wenn ich das letzte Mal nach Hause komme von einer großen Fahrt, dann bleibe ich immer bei dir. Ja, ich hatte einen Fehler heute Morgen. Ich habe eine andere Nummer von Sie fertig stehen. Das war mit Christa, so weit weg. Ich hab den Single nicht. Aha, das zu weit weg, ja. Das war ein Duett mit Christa, mit einem anderen Künstler. Ja, das ist ähnlich. Aber das macht nichts aus, oder? Nein, das macht nichts aus. Also weit war der Weg, hast du nicht von mir. Ja. Wie geht's mit Ihnen? Sie normalerweise, Sie arbeiten auf einem PKW, oder nicht? Ja. Ich fahre noch immer den ganzen Tag, also ich bin noch immer den ganzen Tag auf der Straße unterwegs. Ja. So, habe 14, 15 Stunden Arbeitstage und bin nur am Abend zu Hause. Und da passt dieser Song Weit war der Weg nach Albuquerque eigentlich sehr gut. Ja, wie geht es in Österreich mit der Musik? Ist es ein viel Anbot oder nicht? Ja, heuer war die Saison recht gut. Also wir hatten sehr viele Auftritte. Jetzt kommen dann die ganzen Weihnachtskonzerte. Ich spiele mit Christa ja sehr viele Weihnachtskonzerte. Also heuer geht das gut. Wir wissen nur noch nicht, wie es dann wirklich nächstes Jahr aussehen wird. Ja, kannst du das ein bisschen zusammen machen mit Singen und mit Ihrem Job? Ja, ich kann das zum Glück sehr gut einteilen. Ich habe einen guten Chef, also ich kann mir das wirklich sehr gut einteilen. Wenn ich eine Tour nicht fertig machen kann, weil wir spielen, dann macht ein anderer Kollege meine Tour fertig und ich mache dann wieder für den anderen Kollegen, wenn er was braucht für mich. Ja, und nach diesem Song sind Sie an Arbeiten mit einer neuen oder nicht? Ja, wir sind schon wieder am Arbeiten an neuen Liedern und es kommt sicher in nächster Zeit dann wieder was Neues. Ja. Von mir und auch von Chris, kommt ganz was Schönes Neues für die Weihnachtszeit. Ja, aber Ihre Schwester schreibt viel für Sie, oder nicht? Das ist meine Frau, Chris ist meine Frau. Ja, Entschuldigung. Ja, sie schreibt alle Lieder von mir, ja. Entschuldigung, deine Frau schreibt viel für sich. Ja. Sie schreibt auch für andere Künstler. Ja. Auch, du hattest ja vor gar nicht langer Zeit Manfred Fartig zu Gast in deiner Sendung. Dieses Lied hat auch Christa geschrieben. Ja, nur ihre Stimme sind immer gut zusammen.
Ja, ich habe den Vorteil, dass ich mit meiner Stimme genau eine Oktave unter der Stimme von Christa bin. Darum harmonieren diese Stimmen sehr gut miteinander. Ja, und ist die Release nur in Österreich oder auch in Deutschland ausgebracht? Ja, es ist eigentlich auf der ganzen Welt schon zu haben. Also auf Spotify ist es allerdings erst ab morgen oder ab 28. ist erst die Veröffentlichung auf Spotify und YouTube und diesen ganzen Portalen. Okay. Vielen Dank, dass du heute Morgen bei uns im Programm warst. Ich gehe mit uns, es 11 Uhr, es habe das neu, die Nachrichten. Vielen Dank, dass du heute Morgen hier war. Ich spiele so weit weg. Okay? Ja, vielen Dank, Will van Delft, und viele Grüße an die heiße, ja, an das heiße Spanien. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Will. Einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja? Tschüss. Gleichfalls. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ciao.